Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller Anschau wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide Video präsentieren. Heute wollen wir uns wieder ein paar Schätze anschauen und zwar diesmal die Schätze aus dem Azurblauen Gebirge und dafür müssen wir insgesamt 6 Stück zusammensammeln. Ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Bevor wir uns jetzt die Schätze im Einzelnen angucken, will ich euch noch kurz das System erklären, wie das hier funktioniert. Es ist leider nicht so wie in anderen Expansions, dass wir einfach lostigern, die Schätze aufmachen und dann Credit fürs Achievement haben, sondern bei manchen Schätzen ist es so, dass wir vorher eine Schatzkarte brauchen. Um diese Schatzkarten bekommen zu können, müssen wir die erstmal einmal freischalten. Es gibt insgesamt 11 Schatzkarten und diese 11 Schatzkarten, die ich hier schon 10 davon im Inventar habe, funktionieren im Endeffekt so, dass die für verschiedene Schätze gut sind. Also jede Schatzkarte ist genau für einen Schatz gut und diese 11 Schätze verteilen sich auf die verschiedenen Gebiete. Hier haben wir zum Beispiel Küste des Erwachens, da Ebene von Onara, zu Blaues Gebirge und so weiter. Und ja, wie schalten wir die Dinger frei? Als allererstes müsst ihr ein Item looten. Und zwar haben wir ein Item, das schimpft sich Vorratstasche der Dracheninseln. Und diese Vorratstasche der Dracheninseln droppt quasi von Drachen. Und das sind die ganz am Anfang von der ersten Quest. Urproto-Drachen schimpfen sich die. Die sind hier oben. Da, wenn ihr quasi aus dem Boot rauskommt oder Zeppelin bei der Horde, müsst ihr die Viecher umhauen. Und dann droppt im Normalfall das Ding. Da droppt dann quasi eine Vorratstasche der Dracheninsel und diese Vorratstasche müsst ihr einfach nur hier im Lager abgeben. Wenn ihr noch relativ am Anfang von der Expansion seid und diese Vorratstasche habt, steht dann der NPC, der Rüstungsmeister von den Drachenschuppen, quasi dort im Lager. Das ist dann sie hier, Katalogisiererin Jakes. Und bei der könnt ihr das abgeben. Und sobald ihr diese Tasche abgegeben habt, 99% der Leute werden das am Anfang gedroppt bekommen haben, könnt ihr dann die erste Karte kaufen. Und zwar ist das die Artefaktaufzeichnung des Archäologen. Und die könnt ihr dann kaufen für 10 Vorräte. Und das ist dementsprechend der allererste Schatz, den ihr bekommen könnt. Und der markiert euch dann den ersten Schatz auf der Map. Und ja, dann habt ihr quasi schon mal die erste Schatzkarte. Alle anderen Schatzkarten könnt ihr erst dann bekommen, wenn ihr diese Anfangsquest gemacht habt. Wahrscheinlich haben fast alle die von euch gemacht. Guckt einfach mal hier bei der Händlerin vorbei, ob ihr es quasi drin habt. Ich bin jetzt hier quasi im Basislager der Drachenschuppen-Expedition. Und da von der Rüstmeisterin. Wenn ihr noch nicht so weit gequestet habt, dann steht sie auch hier in dem Lager mittendrin und könnt ihr das Ganze machen. Genau, das ist jetzt der Start. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr insgesamt 5 weitere von diesen Karten einfach aus allen möglichen Schätzen rausluten. Das können die ganz normalen Expeditionspakete sein. Es können diese bewegte Erde sein, wo ihr die Schaufeln wiederum braucht. Die könnt ihr übrigens auch da drin kaufen. Also ihr könnt bewegte Erde nur sehen, wenn ihr die Schaufeln im Inventar habt und auch nur öffnen. Die könnt ihr hier, kleine Expeditionsschaufel, könnt ihr einfach kaufen, hat 5 Aufladungen. Oder ihr baut die robuste Expeditionsschaufel, die hat 20 Aufladungen. Die kann ein Schmied herstellen, könnt ihr aber auch immer Haar kaufen. Da kann das rauskommen. Dann gibt es noch magische Schatzkisten, irgendwie so heißen die. Da kann es auch rauskommen. Die kriegt ihr aber erst freigeschalten, wenn ihr auf Renown 16 seid bei den Drachenschuppen-Expeditionen. Und ja, dann heißt es einfach Kisten aufmachen. Es ist so, dass etwa, man sagt so im Schnitt, zwischen 50 bis 100 Schätze müsst ihr aufmachen. Dann kriegt ihr eine Karte, nochmal 50 bis 100 aufmachen, kriegt ihr die nächste Karte. Also es sind sehr, sehr viele Schätze, die ihr aufmachen müsst. Und ihr seht, ich bin mittlerweile bei allen von diesen Fraktionen auf Max-Level und habe dementsprechend einige Schätze aufgemacht, um diese ganzen Karten zu kriegen. Das ist es aber noch nicht ganz gewesen. Ich habe gesagt, eine kriegt man am Anfang beim Händler, wenn man die Quest gemacht hat. Die anderen kriegt man danach aus den Schätzen, die 5 Stück. Und dann gibt es nochmal 5 weitere und die könnt ihr erst bekommen, wenn ihr bei der Drachenschuppen-Expedition auf einem gewissen Ruhm-Level seid. Ja, das kriegt ihr vorher nicht, warum auch immer. Ihr müsst erst Ruhm 21 sein. Und zwar habt ihr dann eine spezielle Geschichte, Schatzkarte für juwelenbesetzten Welpling. Und dann kriegt ihr 5 weitere Schatzkarten. Und diese führen euch zu Schätzen, wo irgendwas drin sein kann, was dann jeweils für diese juwelenbesetzten Welblinge gut ist. Die kann einen Juwe bauen. So 100% weiß ich da jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht Bescheid, aber das scheint ein Material hier zu sein, die ihr braucht, um dementsprechend diese Juwe-Dinger bauen zu können. Ne? Und dementsprechend kriegt ihr die Schätze halt erst ab 21.
wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will Hardcore das Zeug farmen, dann macht es vielleicht Sinn, erst bei den Drachenschuppen auf 21 zu kommen und dann die ganze Zeit die Kisten zu spammen, um alle Karten gleichzeitig holen zu können. Und wie gesagt, vorher braucht ihr halt die Questreihe. Gut, soweit zur Vorerläuterung. Ich würde sagen, jetzt können wir lostigern und dementsprechend uns die einzelnen Schätze anschauen. Dann kommen wir zum ersten Schatz, und zwar Pfeffers Hammer schimpft sich das ganze Ding. Und das habe ich mit dem Menschen einmal eingetütet. Wo sind wir genau? Wir befinden uns hier im Azurblauen Gebirge auf den Koordinaten 25, 46. Und hier ist es so, dass wir einmal auf so einen Baumstumpf hoch müssen, und zwar da oben rauf. Und da müssen wir dann ein, zwei Sachen looten, ja, wenn wir hier oben sind. Mein Hunter habe ich da schon abgestellt, und dann will ich euch mal zeigen, was wir da einmal genau machen müssen. Switchen wir mal kurz rüber. Also wir sind jetzt auf diesem Baum oben, und jetzt müssen wir einmal hier runterlaufen und dieses Baumharz looten. Sobald wir das gemacht haben, geht es wieder nach oben. Und dann haben wir hier so einen Stecken, den klicken wir einmal an. So, Stecken. Und jetzt haben wir die zwei Sachen zusammen, und jetzt haben wir irgendwo so einen Vogel rumfliegen. Da haben wir den. Den können wir nämlich damit anlocken. Und ja, sobald wir beides haben, können wir auf den Vogel draufklicken. Und wir kriegen ihn einmal ins Inventar. Und das ist der Schatz. Und das ist quasi einmal ein Pet. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das auch verkaufen können. Muss ich mal gucken. Wenn ihr das nämlich, wie ich jetzt gerade ein zweites Mal geholt habt. Schauen wir mal hier unten. Pets. Da haben wir es doch gerade gehabt. Hier setzen wir. Ah, das können wir in den Käfig setzen. Also, wenn ihr das ein paar Mal findet, naja, 5000 Gold, ne? Haben oder nicht haben. Genau. Und dann haben wir jetzt aber erstmal den ersten Schatz eingetütet. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar bin ich jetzt hier oben beim Kobalt-Konvent auf den Koordinaten 48, 25. Und dort haben wir das nächste Schatz-Item. Und zwar haben wir da einmal Saphir-Edelstein-Klumpen. Den sehen wir jetzt aber nicht, denn wir brauchen hier jetzt wieder den Plan, wie ich vorhin erklärt habe. Und zwar brauchen wir wertvolle Pläne, und das ist einer von denen, die wir erst freischalten können, wenn wir auf Ruhm 21 sind. So, den setzen wir jetzt einmal ein. Und jetzt müssten wir auf der Map, seht ihr, einmal auch den Schatz eingezeichnet kriegen. Und tada, hier hinten ist jetzt auf einmal ein Klumpen. Den können wir looten, und dann haben wir wieder eins weniger in der Liste. Ich zeig's nochmal kurz auf der Map, also Kobalt-Konvent hier an der Seite dran. Dann sind wir am nächsten Spot, und zwar jetzt hier auf den Koordinaten 54, 29. Und dort haben wir den Gummifisch, und der hängt hier einfach über diesem kleinen Teich. Dann können wir einfach hier draufklicken, den aufmachen, und dann kriegen wir 5 von diesen Gummifischen. Ja, das ist quasi ein Item, was wir mit unseren kleinen Haustieren benutzen können. Also können wir wahrscheinlich irgendein Haustier hier auspacken und das einmal ausprobieren. Was machen wir? Nehmen wir halt hier die Spinne. Zack, Spinne hin. Item. Gut, okay, die Spinne macht jetzt nicht sonderlich viel. Die ist jetzt hingelaufen, hat quasi den Gummifisch einmal weggesnackt. Okay, ja. Nicht sonderlich spektakulär, aber wieder eins von der Liste abgehakt. Also hier nochmal auf der Map, hier unten einfach bei dem kleinen Teich. Dann sind wir am nächsten Spot dran, und zwar haben wir jetzt hier den nächsten Schatz. Wir befinden uns einmal auf den Koordinaten 53, 44, und hier benötigen wir jetzt wieder einen Plan. Oh, jetzt werde ich gerade von ein paar Gnollen angegriffen. Jetzt gehen wir erstmal hier einmal um die Ecke rum. Und zwar haben wir hier diesen Gnoll-Schatz. Das ist hier Dreschflegel, das Gnollum-Holz. Und dafür brauchen wir einen von den Schätzen. Und zwar müsste das welcher sein? Hier, Dreschflegel Gnollumholt. Da haben wir einen Brief der Warnung. Und den setzen wir jetzt einmal ein. Und dann müssten wir da drin quasi den Schatz sehen, sobald wir die Schatzkarte hier eingesetzt haben. Also, ich vermute mal, das ist da innen drin. Und hier, ach nee, da sind gar keine Gnolle drin. Da sind so ein paar Bären. Die hauen wir jetzt einmal schnell um. Ein bisschen Konvok rein. Komm, Trinket noch. Okay, da sind sie down. Und hier seht ihr, haben wir diesen Dreschflegel liegen. Ich guck mal. Das ist ein Streitkolben. Wunderbar. 372, vielleicht für den ein oder anderen Mili eine ganz nette Angelegenheit. Den können wir vielleicht auch angucken. Ah, cool, das ist ja wirklich so ein Alpenmorgenstern. Hier, der Griff ist ein bisschen kurz, aber macht schon was her. Okay, damit haben wir das auch. Ich zeige es vielleicht nochmal kurz auf der Map, dass ihr euch orientieren könnt. Also hier unten, und wir brauchen halt wie gesagt die Schatzkarte, sonst geht das Ganze nicht.
Dann schauen wir zum nächsten Toy. Und zwar sind wir jetzt einmal relativ weit hier hinten. Ich habe jetzt mit dem Char keine Chords an. Müssen wir mal mit dem anderen gucken. Also hier oben bei den Koordinaten 75, 55 sind wir. Und das ist ein Item, was ich schon gelootet habe. Da müssen wir mal reinschauen. Das heißt einmal verlorener Kompass. Und das ist auch ein Spielzeug. Das können wir jetzt einfach hier einmal weglooten. Brauchen wir auch keine Karte oder irgendwas. Und dann gibt es einfach hier das Spielzeug, verlorener Kompass. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau ausschaut, da habe ich auch schon einen kleinen Toy Guide zugemacht. Dann kommen wir zum letzten Item. Und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 45, 59 an diesem Wasserlauf dran, direkt unterm Wasserfall. Und dort müssten wir ein vergessenes Schmuckkästchen finden. Das sehen wir aber auch erst, wenn wir wieder eine Karte eingesetzt haben. Und dazu haben wir hier so ein Teil. Bekümmerter Brief schimpft sich das. Das brauchen wir dann einmal. Setzen das ein. Und tada, jetzt sehen wir hier einmal auf der Map müsste es wieder sein. Genau, vergessenes Schmuckkästchen. Aber auch hier unten das Ding einfach liegen. Das klicken wir an. Und dann, tada, haben wir das Spielzeug auch eingetütet. Und zusätzlich auch noch unser kleines Achievement. Und ja, damit sind wir auch dann tatsächlich durch mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann beim letzten Teil auch noch reinschauen. Ich werde jetzt dann noch Teil Drassus angehen. Und dann müssten wir danach auch dieses Meta-Achievement fertig haben. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.